Drei Jahre nach dem Erdbeben gleicht Nepal einer riesigen Baustelle. Überall wird gebaut. Am wichtigsten Wohnhäuser und Straßen. Weil es in den Dörfern oft nicht alles gibt, was gebraucht wird, müssen die Materialien von weit her geholt werden. Dabei gibt es Probleme, erzählt Madhav Dakal, der für die NGO CARE arbeitet. Die geografischen Bedingungen hier in Nepal sind einfach ganz anders. In den höher gelegenen Dörfern gibt es einfach keine Straßen. Deswegen ist es so schwer, die Baumaterialien dorthin zu bekommen. Der Transport ist schwierig, denn nur 40% der Straßen sind befestigt. Und die befinden sich meist in den Städten. Während der Monsunzeit sind viele der entlegenen Bergdörfer nur zu Fuß erreichbar. Und wenn es nur zu Fuß geht, dann sind es die Frauen, die 50 und mehr Kilo auf ihren Rücken tragen. Die können das einfach besser, heißt es dazu schlicht. Von einem Mann, versteht sich. Auch Fulmaya Darais Haus wurde zerstört. Es steht zwar noch, doch eigentlich ist es nicht mehr bewohnbar. Wir leben immer noch in dem gleichen Haus. Wir konnten uns ein neues bisher einfach nicht leisten. Es sind auch nicht nur Risse. Im hinteren Teil ist das Haus ganz zusammengebrochen. Ob sie keine Angst habe, in einem solchen Haus zu wohnen, will der Übersetzer wissen. Doch, natürlich haben wir Angst. Aber was sollen wir schon machen? Wir haben einfach nicht genug Geld.